Ich gehe jetzt nach Hause. Es ist so schön, ich gehe jetzt eine Station zu Fuß. Es ist heute jetzt nicht so sehr kalt. Der erste ist so schön, ich würde so gerne hier wohnen. Was ich aber urgern machen würde, ich würde in jedem dieser richtig geilen Hotels ein oder zwei Nächte übernachten hier in Wien. Das würde ich echt gerne machen. Ich habe vorhin Kaffee noch ein bisschen geäxt. Aber es war laktosefrei Milch, deswegen weiß ich nicht, warum ich jetzt Bauchschmerzen habe. Ich gehe jetzt nach Hause. War bis jetzt arbeiten. Ich habe so Hunger. Ich habe das letzte Mal was Gescheites gegessen. So ein Wrap von Nordsee. Dieser Garnelen-Wrap, den mag ich extrem. Ich glaube, das war um 4 oder so. Ja. Ich mache jetzt einen Nudelauflauf und kann es mal warten, dass ich zu Hause bin. Es ist so neblig. Es erinnert mich jetzt gerade voll an an den Anfang vom Film Der Exorzismus. Finally at home. Ich war jetzt nur kurz beim Türken, weil ich passierte Tomaten gebraucht habe und der hatte irgendwie nichts Richtiges, was mir jetzt irgendwie taugt. Deswegen habe ich Pizzasauce genommen für meine Nudeln, was ich machen will. Aber es wird auch passen, weil ich werde eh nicht zu viel davon geben, weil dann Säure, Magensäure. Puh. So, die Nudeln kochen. Ich habe hier Brokkoli, Mozzarella, Hühnerfleisch, das schon geschnitten ist. Ich schneide jetzt Knoblauch und so, also Zwiebeln. Pasta-Wasser immer behalten. Ja, gleich werde ich jetzt das Fleisch würzen. Wir kochen mit einer Hand, ist ein bisschen heavy. So, ich habe das Pastawasser mit das dann ein bisschen vermischt, habe ich dann reingetan, dann ein bisschen von dem, nicht die ganze Flasche, und drüber jetzt ein bisschen Parmesan, das tue ich jetzt vorsichtig umrühren, dann tue ich Mozzarella drüber und dann in den Ofen. Prime und Daruchak. I pravim scrambled eggs. Ist schon 20 vor 1. 10 vor 1, Entschuldigung. Ali meni je kode vreme za doručak. Ovaj... Da, gde ulje, mi uzemo uvek extra virgin oil, ali extra virgin oil ist, glaube ich, eigentlich mehr so za salate. Što se tiče ahitsen, ne bi vam možda preporučila. Ne znam. Ovaj, nećemo puno, samo malo.
Ja, aber Leute, ich genieße es voll, dass ich jetzt so alleine bin. It's very, very, very nice. Da. Maschi! Sagt diesen typischen Satz von der Jungen. Hallo zum Vlog? Ist das ein Vlog? Hallo zum Vlog! Guten Nachmittag! Ich habe heute echt so lange geschlafen. Heute ist der österreichische Staatsfeiertag. Einen schönen Feiertag euch ein! Ja, ich mache mir jetzt Frühstück und mache mich auch gleichzeitig fertig, weil ich mich mit Dragan treffe. Ich überlege gerade ein oder zwei Scheiben Brot. Machen eine Scheibe. Und ja, jetzt sehe ich noch wie ein Geist aus, aber bald. Marilyn Monroe. Was ich an Feiertagen sehr, sehr, sehr gern habe im Fernsehen, laufen dann immer gute Filme. Und da ich kein Internet habe, momentan bis zum dritten kommt das jetzt für mich sehr gut, weil auf ATV 2 läuft der Film, einer der bekanntesten Filme von James Dean, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich muss mich halt fertig machen und seid ihr auch so multitaskingfähig beim Fertigmachen? Also ich mag das nicht, wenn jemand auf mich wartet. Ich habe mich mit Dragan ausgemacht, so eine Stunde, dass wir haben, Stunde, eineinhalb Stunden, um fertig zu machen. Ich war vorhin duschen und ich schaue wirklich immer, dass ich mehrere Sachen gleichzeitig mache. Ich schminke mich manchmal und mache auch dann meine Haare gleichzeitig. Jetzt mache ich mir Frühstück und mein Glätteisen wärmt sich jetzt auf und mache auch meine Haare gleichzeitig. Ich weiß nicht warum, aber ich mag das nicht. Herr Radisch! Grüne Schmähne! Ja, deswegen schaue ich halt immer, dass ich mehrere Sachen auf einmal mache. So, das ist mein Frühstück. Weiß nicht, ob ich vielleicht einer der wenigen bin, die das essen. Das ist Frischkäse mit Eiweiß. Und das Brot habe ich getoastet. Esse ich schon seit Jahren. Wirklich sehr, sehr lange. Ab und zu müsst ihr unbedingt mal probieren. Was ich mega faszinierend finde, ich habe hier dieses Basilikum. Ungelogen, das war gestern noch, irgendwie kurz vorm Sterben. Einmal gegossen und der schaut jetzt viel besser aus. Sobald meine Küche dann so aussieht, wie sie aussehen sollte, weil jetzt bin ich total unzufrieden mit ihr, weil auch hier mein Kühlschrank dieses Fenster bedeckt. Ich möchte auf dieses Fenster wirklich nur so Kräuter haben. Hier habe ich auch Rosmarin und ich gieße jetzt mal, wenn ich jetzt schon darüber rede, auch gleich machen. Weil ich finde das so cool, wenn man so selber diese Kräuter hat. So, Make-up ist schon längst fertig, Haare, alles. Ich musste halt ein bisschen auf Dragan warten. Aber jetzt mache ich mich fertig. Und dann gehen wir. Gehe ich. So, wir sind jetzt auf dem Weg in den dritten Bezirk. Ramit, wir sind im Kommen Mitläuferin. Hi! Wie geht es uns? Idemo da, da kupimo, da jedemo. Da, ja, idemo do mene. Ja, warte, na, wir gehen viel zu weit, oder?
Ostern am Hofdeli? Schau mal, ey, schau mal. Na, was können wir gehen, so wie? Ne, Mann. Ist etwas, auf das wir in diesem Haus ganz besonderen Wert legen. Deswegen werden Sie Alex. Weder am Telefon noch ein Radio Telefon, Alex. Das Lärm verursacht. Und wir haben auch keine Elektrizität. Ah? Ja. Die Deutschen sind ständig abgestellt. Wir haben gelernt, ohne sie zu leben. Ay, pesad, Alex, City. Ay, ciao. Leute, besser kann der Abend nicht werden. Gänsehaut. Ein Gefühl, das man nicht beschreiben kann. Eine Wärme. Guten Morgen. Heute ist Dienstag und ich bin jetzt vorhin aufgestanden, habe mich geduscht und so weiter angezogen und ich gehe jetzt zu Patricia. Wir haben uns ausgemacht gestern Abend, dass wir uns heute bei ihr treffen zum Frühstücken, keine Ahnung was, und wir sitzen immer vor der Kamera, ist kaputt. Und wir sehen uns Borat 2 an. Ja, dann sehen wir uns gleich bei Patricia. So, wir sind jetzt hier bei Patricia auf dem schönen Sofa. Guckt, ist mir nochmal Frühstück. Ich glaube, muss halt Borat. Borat 2. Wir haben vorhin Pizza gegessen, ich habe fertig geputzt. Und ja. Sehr kommt auf Alex. Ajde, pokaži nam, ajde. Evo, sve sam samo spremila. Znači, samo da ne bude vruće. Ne, ne, ne. Znači, pravila sam hleb. Evo vam serbske mahtes brot. E sad, pazi sad. Ja. Imamo najbolju sarmicu. Evo je. Mmm, sarme, je. Super, wow. Da, da, da. Sad čisto još malo bubo. E sad, pazi sad. Ja. Ovo vam je prasetina. Wow. Jaretina i teletina. A što je ovdje? A tu vam je tortice. Ajde, samo da frižite, da vidimo. Vidiš što je dobro. Moraš da staviš u frižite. Pa ajde, spakuj mi. Znaš šta je najbolje? Šta sad? Da ti ja pokažem. Pokaži. Pošto mi se otvorilo. I evo ti.
Wow. Ruska. Salata. Salata. Ja. Tako da... Lepo, šta radiš to? Vlogujem. To. Joj, ima sad samo s Aleksom se slika, vidi ti nju kao. Pa, zato što mi... Bubo, šta radiš? Vanessa! Vanessa, šta nam radiš?